Gut 20 Jahre steht Munir Kopic nun schon hier am Zafernerlift. Und für jeden, der den Berg hinaufkommt, hat er ein freundliches Wort. Der schönste Arbeitsplatz der Welt, sagt er. Schauen Sie nur auf das Panorama. Macht mir Spaß, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Ich bin froh, wenn ein starker Tag vorbei ist, ohne Unfall, ohne Probleme. Munir kam als Flüchtling mit seiner Familie während des Bosnienkrieges hierher ins Kleinwalsertal. Und er ist geblieben. Heute, sagt er, ist das hier sein Zuhause. Das Kleinwalsertal, 5000 Einwohner und Hunderttausende von Touristen jedes Jahr, eine Landschaft wie aus dem Bilderbuch. Schon vor Monaten hat die Gemeinde angeboten, hier wieder Flüchtlinge aufzunehmen. Ich glaube, es sollte nicht als Pflicht, sondern als Selbstverständlichkeit gesehen werden, dass wir Menschen aufnehmen. Und wir stehen auch in Solidarität mit den anderen Gemeinden, Ländern und auch mit dem Staat selbst. Ja. Nur bisher ist kein Flüchtling gekommen und das hat bürokratische Gründe. Nur diese eine Straße führt ins Kleinwalsertal und die kommt aus Deutschland. Deshalb kann die österreichische Regierung auch keine Flüchtlinge, zum Beispiel aus Wien, schicken, denn die müssten dann erst durch Bayern, um ins Kleinwalsertal zu kommen und das wäre illegal. Immerhin, eine Familie soll jetzt Anfang Oktober kommen. Ins Pfarrhaus. Das steht seit 2 Jahren leer. Pfarrer Konrad Natter macht sich keine Illusionen. Nicht alle seine Schäfchen werden sein Angebot gutheißen. Ich vermute, dass es schon zweierlei Meinungen gibt. Warum gerade Flüchtlinge, warum nicht einheimische Familien? Aber die Not ist halt da in erster Linie maßgebend. Nicht? Aber die Bereitschaft zu helfen ist groß. Ortstermin. Platz ist reichlich im Pfarrhaus, aber das eine oder andere muss noch renoviert werden. Kirche, Gemeinde und ein freiwilliger Helferkreis teilen sich die Aufgaben. Jasmin hat den Helferkreis im Tal mitgegründet. Für die bürokratischen Hürden, Flüchtlinge ins Kleinwalsertal zu bringen, hat sie angesichts der Notlage nur wenig Verständnis. Es ist leider jetzt auf politischer Ebene nicht geklärt. Und ich bin jetzt einfach froh, dass dann zumindest diese Familie mit Asylstatus zu uns kommen kann, wir da helfen können. Der Lift, an dem Munir arbeitet, gehört zur Sonneralp. Viele kommen hier herauf, um die Sonne zu genießen. Hochbetrieb auf der Hütte. Arbeitskräfte sind gesucht in der Gastronomie. Warum also nicht Flüchtlinge beschäftigen? Doch Munirs Chef macht sich keine Illusionen. Der Munir ist ein Paradebeispiel von Integration und von Zuverlässigkeit und allem drum und dran, oder? Wenn sie nicht Deutsch können, sind es meistens dann nur, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, die Hilfsjobs, Küche, Hilfsarbeit etc., oder? Mit perfekten Deutschkenntnissen ist alles möglich. Ein Flugblatt mit der Bitte um Spenden für Flüchtlinge. Munir und seine Frau Jasna werden nach passenden Sachen suchen. Jetzt muss man seine Hand ausstrecken, sagen sie, wie damals für uns. Sie haben nicht vergessen, wie das Kleinwalsertal sie seinerzeit aufgenommen hat. Kleinwalsertal ist unsere neue Heimat. Da und wir gefielen gut und über 20 ja. Jahre schon da. Am Anfang war es nicht leicht, hier anzukommen, sagen sie nach allem, was sie erlebt hatten. Man müsse sich schon auch von Herzen integrieren wollen, fern der alten Heimat, in einer ganz anderen Welt.